Es heißt, ein Feuerzeug gehört in ein Überlebenskit dazu, in ein Everyday Carry Pack und so weiter und so fort. Aber weißt du, wenn man so ein Feuerzeug irgendwie einstecken hat, das kann irgendwie rausfallen in der Jackentasche. Es wäre cool, wenn du das Feuerzeug wirklich immer bei dir am Körper tragen könntest. Wäre großartig. Oder wenn es kalt ist oder regnet, dass du es ganz dicht bei dir am Körper tragen könntest. Das wäre total großartig, wenn das so wäre. Schade, dass es so ein Produkt nicht gibt, dass man auch am Schlüsselbund das Teil mit dabei haben kann, dann anzünden kann und das wieder zurücksteckt. Das wäre irrsinnig cool, wenn das irgendwie geschützt wäre und man dann trotz alledem anzünden könnte und es wieder zurückstecken könnte. Das wäre so schön, wenn es so ein Produkt gäbe, aber wir haben es gemacht. Und wenn es dich interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist mir eine Freude, dir unser neuestes Produkt vorzustellen, und zwar unsere Everyday, All Day, immer mit dabei Hülle, Scheide, Steckscheide für ein Big-Feuerzeug, und zwar für das kleine Big-Feuerzeug. Und du kannst das Teil wirklich als Survival-Ausrüstung immer mit dabei haben, entweder über eine Kugelkette, die im Lieferumfang natürlich mit dabei ist, direkt am Körper, oder, und auch das ist mit dabei, dieser kleine Ring hier, und du könntest es auch hier am Schlüsselbund tragen. Auch das ist eine nette Variante. Und das ist jetzt das Schöne, wie du nämlich magst, und zwar entweder in dieser Variante hier. Dann ist dieser Gasknopfdruck sozusagen, der ist dann geschützt. Stell dir jetzt vor, du tragst das wirklich am Körper, schön eingepackt. Im Winter ist das interessant, also wirklich im Winter, wenn es so richtig schön kalt ist. Man hat das jetzt zum Beispiel in der Tasche. Kommt jetzt auch darauf an, wie nah du das am Körper hast, aber du musst das Feuerzeug warm halten. Wenn es minus 10, minus 15 Grad draußen hat und das Ganze wird kalt, dann zündet das nicht mehr. Also der Funken kommt schon von diesem kleinen Zündstein, aber das Gas mag irgendwie nicht, ja, so richtig. Also das macht dann einfach keinen Spaß, da muss man es wieder wärmen oder hier unter die Achsel reingeben und dann fangen sie ins Stinken an, also bei mir zumindest, weil, ja, aber ist egal, wenn du das aber wirklich am Körper tragen kannst. Entweder wirklich direkt auf der Haut, wobei die Kugelkette, die wir mitliefern, hält das auch und so weiter und so fort. Aber eins ist auch klar, wenn es so richtig ins Schwitzen anfängt, das ist dann auch wieder nicht schön. Also ich würde schon eine Schicht dazwischen machen und die Sache ist erledigt. Das heißt, du hast das wirklich immer mit dabei. Du hast es immer mit dabei und das ist das Schöne dabei. So, das ist diese Tragevariante, damit eben dieser Gasknopfdruck-Dingsbums nicht gedrückt werden kann. Ne? Die andere Variante für die Chicker unter uns, die sagen, hörst, ich brauche einen da. Diesen hier, für die ist es auch okay. Aber wenn du sagst, ich möchte sowieso rausnehmen und diesen hier machen, dann geht das natürlich auch alles ganz gut. Das Teil hier ist made in Austria. Made by Reini Rossmann. Sozusagen. Also wir produzieren das selbst in der Reini Rossmann Werkstatt. Und das meine ich wirklich genauso. Nämlich genauso. Und das finde ich super. Und das ist für mich so eine Art Missing Link gewesen. Ah, schon wieder so ein englisches Wort. So ein fehlender Baustein. Weil diese Teile sind total cool. Wir produzieren die mit unseren 3D-Druckern. Wir haben uns da jetzt einige angeschafft und arbeiten damit. Da wird noch vieles anderes kommen. Also da wird's noch schlankeln. Aber das ist egal. Das ist jetzt mal der erste Streich. Und die Idee dahinter ist, dass wir selbst hier bei uns produzieren können, weil für alle, die das interessiert, mein langfristiges Ziel ist, Menschen mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit zu geben, eine sinnvolle Tätigkeit zu finden, und das ist super. Das brauche ich nicht aus China holen, sondern das machen wir einfach für uns, und genau das ist die Sache. Also es taugt mir wirklich irrsinnig. Aber zurück zu dir. Du hast jetzt gesehen, das sitzt wirklich bombenfest. Ja, ich mache hier auf David gegen Goliath. Aber irgendwie will der Stein nicht rausfallen, also das Feuerzeug nicht rausfallen, weil das hier durch diese TPU-Scheide bombenfest sitzt. Aber du kannst es trotz alledem rausnehmen. Ein bisschen Kraft braucht man schon dazu. Wenn du es jetzt so auf diese Art und Weise tragen magst, auch das ist möglich, sitzt das Teil genauso. Und die Sache funktioniert auch. Also ganz so, wie du das tragen magst. Oder eben am Schlüsselbund. Auch hier sind beide Tragevarianten möglich. Kommt jetzt darauf an, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie es da lieber ist. Aber beides ist möglich. Wenn du die Arbeit unterstützen willst, wenn du so etwas haben willst, gebe ich da unten den Link. Billige Erwerbung natürlich in meinen Shop, das ist eh ganz klar. Kannst du einen Teil erwerben. Ich kann dir nur sagen, Kugelkette ist mit dabei, der Ring ist mit dabei, dann eben die Scheide,
Das Feuerzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten und du unterstützt mich und meine Arbeit und hast auch noch ein schönes Produkt mit dabei, wie ich meine. Schau es dir ganz einfach an. Das ist das Video, auf das ich lange gewartet habe, weil jetzt geht es dann Schlag auf Schlag. Kommen dann noch viele andere wirklich coole Sachen und daher lasst dem Kanal ein Abo da. Daumen nach oben, teil bitte das Video, teil bitte das Produkt an alle, wo du der Meinung bist, die das brauchen könnten. Da würde ich mich irrsinnig freuen drüber. Wenn du sagst, na, ich brauche überhaupt kein Feuerzeug, ich möchte nur ein Messer, kannst du dein Earbiss checken, gebe ich da auch unten den Link. Ach, billige Eigenwerbung. Dein Reini Rossmann und ciao.